Marc? Ja? Kennst du das, wenn man einen Cliffhanger produziert und dann in der nächsten Folge überhaupt nicht mehr drauf eingeht? Ich hasse das. Das zeugt davon, dass die Textschreiber einfach keine Ahnung hatten, wo sie damit überhaupt hinwollen. Ja, finde ich auch. Also, wollen wir dann mal weitermachen? Ja, lass uns mal schauen. Ja, okay. Wo ist mein Stylus? Ah, mein Stylus! Ja. Ah. Echt jetzt? Ah, da ist einer. Ich weiß nicht, ob es der Stylus ist. Aber es ist einer. So, und damit habe ich gerade auch meine... Stylus. Ja, der eine. Der Stylus, nicht irgendeiner, sondern der. Der hat sogar die gleiche Farbe wie mein T-Shirt. So, Wow. Also, ich würde jetzt sagen, dann wollen wir doch mal... Mein T-Shirt hat sogar die gleiche Farbe wie mein T-Shirt. Was? Mein T-Shirt hat sogar die gleiche Farbe wie mein T-Shirt. Dein T-Shirt hat die gleiche Farbe wie dein T-Shirt. Mhm, krass, ne? Ja, ist echt, also, ist ja Wahnsinn, so ein Zufall. Ey, was ich dir mal sagen wollte, einfach was ich auch mal der ganzen Welt sagen wollte. Und Joey? Und Joey? Ah, hier sieht man der ganzen gerade. Welt und Joey. Und zwar. Aua! Geht es schon wieder los? Und zwar, schau mal, Marc. Marc. So massakriert er mich, sieht man das? Ja, nein, ich sehe es nicht. Ach, du siehst ja eh nichts, stimmt. Ach so, ah, Moment, aber ich kann. Ich kann nicht. Was ist denn nur los? Du bist auf einmal weg. Ich bin weg? Also optisch. Ach so, nee, ja, weil irgendjemand die Maus bewegt hat. Ich nicht. Ich habe meine Hände in meiner Hose. Wieso? Also in der Hosentasche meinte ich damit. Warum macht mein Soundboard nichts? Die Tintenmonster. So macht das was. Um Gottes Willen. Das war extrem laut. Ich bin auch etwas erschrocken. Die Tintenmonster. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe böse Befürchtungen. Was denn? Ich habe die böse Befürchtung, dass ich Fatality nur so machen kann. Fatality. Also nur mit der Maus. Wieso? Weil, wenn ich die Buchstabenkombination dafür auf meiner Tastatur tippe, dann kommt nix. Ich habe eine neue Tastatur. Finish her. Das klappt. Ist ja richtig fett. Finish her. Doping für die Haare. Oh Mann, jetzt müsste ich jeden einzelnen Sound durchgehen. Aber nein, was ich machen wollte. Ey, weißt du was? Hier, ey, das gibt's. Ich höre die jetzt aber alle gut, Great. Ohne Probleme. Now let's get back to the game. Ja, warum schön. Hier, pass auf. Great. Now let's get back to the game. Wollen wir dann endlich mal fortsetzen? Ja, gerne. Jetzt geht's dann endlich mal los mit. Moment. Ich roll gerade über mein Kabel. Moment, ich wollte doch eigentlich noch was anderes sagen. Das ist voll zu kurz gekommen. Ich wollte dir nämlich mal was sagen. Und zwar, weißt du, ich finde das immer voll geil, wenn man an sich dann einfach mal so ganz plötzlich in einem Gespräch feststellt, dass man Gemeinsamkeiten hat. Ja, wir sind beide männlich. Ja. Wir haben beide Haare. Ja. Magst du es auch? Ich habe zwar auch noch welche im Gesicht, gerade im Gegensatz zu dir. Hey, magst du es auch, wenn man Gemeinsamkeiten an sich feststellt? Ja. Hey, noch eine Gemeinsamkeit! Stimmt. Okay, also jetzt wirklich. Now let's get... Great. Now let's get back to the game. Also, dann wollen wir jetzt endlich mal fortsetzen. Abspann, Abspann, na 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 na. Fortsetzen. Das musste jetzt echt mal sein. Was für ein Durcheinander hast du denn da? Ich habe noch einen dritten Spielstand gemacht, weil ich habe beim letzten Mal gar nicht gespeichert. Bei unserem Cliffhanger. Und da wusste ich jetzt nicht, was mache ich denn jetzt? Und jetzt habe ich einen dritten. Oh. Was Neues. Endlich wieder beißen können, auch mit dem dritten. Oh, ich habe übrigens noch ein Gedicht geschrieben. Mit dem dritten beißt man besser. Außer auf Messer. Nein, was ich sagen wollte, ich habe nämlich ein Gedicht getextet, eine Ode an eine Person, die ich wirklich sehr, sehr, sehr schätze. Und zwar. Das ist schon mal nicht ich? Richtig.
Nein, mein Leben ist so wunderbar, wann immer... Nee, Moment, Moment. Mein Leben wird... Es geht schon geil los, wenn du bei der Ode schon im ersten Satz nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Entschuldigung, nein, das Problem ist, wenn ich sagen würde, wann immer ich an dich denke, dann ist das so, da ist der Rhythmus weg. Nein, ich mach das anders. Und zwar, mein Leben wird so wunderbar, sobald ich an dich denke. Denn Doping gibst du meinem Haar. Laborchef Dr. Klink. Laborchef Dr. Klink. In der Tat. In der Tat. Stimmt, das hat noch gefehlt. In der Tat. Aber war gut, oder? Ja, war super. Genial. Hast du nicht auch mal erzählt, dass du früher immer den Kaffee durch die Haare gefiltert hast? Nein. Hab ich? Also ich hab's nicht gemacht, aber ich hab's vielleicht gesagt. Aber erzählt hast du's. Kann sein. Komm, pass auf, machen wir mal weiter hier. Hast du das schon gelesen? Joey. Kinder. Wer ist das? Jetzt gilt es. Mayas Prozess. Wir konnten endlich einige Fortschritte in diesem Fall erreichen. Was? Echt? Bei dem Gequatsch... Ist mir auch nicht aufgefallen. Nee. Jetzt wollen sie ja auch noch das andere Verbrechen andichten. Das wird ein harter Prozess. Ah, ein harter. Apropos, ich versuche gerade momentan das Layton-Fangame nachzuprogrammieren in Game Maker, damit ich da eventuell doch mal weitermachen kann, denn ich habe eine Zeichnerin gefunden für Hintergründe. Ich hoffe, das klappt. Was für ein Durcheinander. Ja. Das wurde aus, wie hieß denn das andere? Mit Mega Man. Ja, das liegt auch momentan noch so ein bisschen auf Eis. Wird Zeit, ein neues Projekt zu starten. Richtig. Dann können drei auf Eis liegen. Oh, wenn ich dir das erzähle, ich bin jetzt in einer Gruppe drin, die Ace Attorney 5 übersetzt. Ich habe viel zu tun. Ja, da wundert's mich nicht. Ja, aber also, wenn das dritte jetzt auch noch auf Eis liegt, kannst du sagen, mit dem dritten eist man besser. Aber ich würde sagen, ich würde erstmal Ace Attorney 5 vorangeben und dann sehen, ob ich zwischendurch vielleicht mal so Layton Fangame und hinten angestellt, das interessiert ja sowieso keinen, das Gravity Falls Fangame im Mega Man Stil. Mich interessiert es. Ja, eben. Das interessiert mich sogar am meisten. Ja, weil da durfte ich schon mal was spielen von. Das war soweit fertig, dass man was spielen konnte. Im ganzen Level. Es war sackrig schwer, aber es hat Spaß gemacht. Schön, schön. Na gut, dann werde ich mal sehen. Kannst du empfehlen? Ja, gut, gut. Ja, auf jeden Fall, wenn's ein paar Leute gäbe, die mir vielleicht noch so Pixelarten ein bisschen was machen könnten, ja, dann. Was? Excelart? Pixelart. Ach, Pixelart. Machen wir hier weiter. Entschuldigung, wir haben schon wieder so viel verquatscht. Now, let's get back to the game. Aua. Ja. Okay, ist ja gut. Lass mich los. So ein Mist! Sind der ist so unausgeglichen heute. Ja, dann... Beachte ihn nicht weiter. Ja, ich versuch's, aber er beißt mich. Hör auf. Beachte es nicht weiter. Hör auf. Hör bitte auf. Joey wins. Nein. Flawless victory. Schluss, Schluss, Schluss. Darf sein. Ein bisschen habe ich ihn, glaube ich, doch schon erzogen. Oh, nach all den Jahren. Nach all den Jahren, ja. So. Darf sein. Hey, au! Au! So viel zu erzogen. Ich gebe doch mal Frieden. Mensch. Oh. Zum Glück habe ich keinen Kater. Mist. Ich hatte am Samstag einen. Am Sonntag. Ja. Wobei, nee, ehrlich gesagt nicht. Nein, also schon. Du hattest am Samstag nämlich Geburtstag. Richtig, ja. Mhm. Einen wichtigen. Den 18. Richtig. Jetzt darfst du endlich Auto fahren. Ja. Und jetzt darfst du auch endlich mal fortsetzen hier. Der Wachtmeister ist eine... Das darf ich auch erst seit ich 18 bin. Hengsel. So viel ist sicher. Die Frage ist nur, wer? Aber ich glaube, ich kenne die Antwort. Maya, verbrennt sie. Oh. Hey. Moment, was darfst du erst seit 18? Oder nee, was darfst du erst? Hexe sagen. Weiterlesen. Nee, so. Weiterlesen. Achso, ich dachte. Hexen vielleicht auch. Hexen, ja. Ach, Joey, jetzt gib doch mal Frieden, Mensch.
Nächste Textbox. Du warst in der Aufnahme, alles ist gut. Entschuldigung. Der Butler war's. Jean hieß sie dann, ne? Ja, Jean. Das ist voll gemein. Jean Arlington. Wenn sie glauben, was? Das ist voll gemein, dass man uns erst Jean lesen lässt und dann auf einmal ist es BAM, ja. Jean. Sie hätten ja einmal wenigstens vorher eine gesprochene Sequenz bringen können, als er aufgetaucht ist. Hallo, ich bin Jean Arlington. Das wäre dann zu simpel gewesen, aber trotzdem. Hätte schon gereicht. Ja. Wobei, darauf wurde wahrscheinlich spekuliert und Jean klingt einfach fraulicher als Jean. Ja. Aber wenigstens haben wir es falsch ausgesprochen und daran erkennt man, dass wir das blind spielen. Ist richtig. Und an dem ganzen Foreshadowing könnte man mutmaßen, dass wir es doch nicht blind spielen. Nein, wirklich. Wir spielen semi-blind. Wir spielen es genau. Wir spielen es hellseherisch. Wir spielen es so. Ja, genau. Wir sehen die Zukunft voraus. Oder wir mutmaßen Sachen und manche davon treffen ein und dann sagen wir, oh, Foreshadowing. Und bei den anderen sagen wir nichts dazu. Hä? Ich blute. Oh. Naja. Weiter. Ja. Der Butler war's. Jean Arlington. Es ist da nicht eine Butler. Was ist ein weiblicher Butler? Butlerin? Bettlerin. Man weiß es nicht. Eine Butless. Butless. Wenn Sie glauben, dass ich Maya abgebe, dann haben Sie sich geschnitten. Abgebe? Wo denn? aufgebe. Und was haben Sie sich geschnitten? Die Haare. Gurken-Sandwiches. Gurken-Sandwiches. Und da ist sie auch wieder. Kreuzverhör. Ach übrigens, nicht vergessen, was wir einstudiert haben. Gesundheit. Danke. Nicht vergessen. Wir möchten noch nichts dazu sagen, aber trotzdem. Eine abartig geniale Idee. Was? Es ist eine abartig geniale Idee. Ja, finde ich auch. Oh, mein Handy. Es tut mir leid, ich mach's auf leise. ich hab's eh nicht gehört, das ist schon mal gut. Gegen 1 Uhr nachts habe ich mich aus der Chat-to-Dir-Chat-Tube von Meister de Victoire zurückgezogen. Okay, warum war es 1 Uhr? Angreifen! Moment mal! Ihr habt ihn um 1 Uhr nachts... Normale Rollen wieder, oder? Ja, normal. Ihr habt ihn um 1 Uhr nachts noch lebendig angetroffen, ist das richtig? Ja. Warum der Blick nach unten? Der Meister hatte die Angewohnheit, Experimente an sich durchzuführen. Ach so, ja. Experimente also an sich. Also war das seine normale Arbeitszeit. Habt ihr ihm bei diesen Experimenten nicht geholfen? Er ließ mich gelegentlich Besorgungen machen, aber generell halten Alchemisten ihre Experimente geheim. Oh, das hättest du anders lesen können. Er ließ mich ihm gelegentlich etwas besorgen. Was denn? Es. Das ist im Übrigen Joey. Im Karton. Deshalb zog ich mich diese ganze Zeit... Deshalb zog ich mich um diese ganze Zeit. Immer zurück, sofern der Meister nicht andere Aufgaben für mich hat. Oh Mann, das wird die neue Emmy. Deshalb zog ich mich um diese Zeit immer aus. Und in jener Nacht... Entschuldigung. Und in dieser Nacht hatte er keine Aufgaben für euch? Ja, das ist richtig. Ja, das ist richtig. Günther. Ich wünschte dem Meister eine gute Nacht, als er die Tür hinter mir schloss. Schloss, hörte ich ihn den Schlüssel herumdrehen. Nichts war ungewöhnlich in dieser Nacht. Zumindest habe ich fast nichts gespürt. Entschuldigung, geschöpürt. Das Entschuldigung und dann geschöpürt. Aber ich habe erst gedacht, so Entschuldigung, ich habe was Falsches gelesen, aber nein, du sagst dann geschöpürt. Muss ja auch alles eine Richtigkeit haben. Ja, also jetzt musst du mal unbedingt den Satz nochmal lesen. Oh Mensch.
Als ich ihm am nächsten Morgen Frühstück bringen wollte, war die Tür zu seiner Studierschatube versperrt. Okay, ein Nachbar kam zu Besuch. Da würde ich mal fragen, wer? Wer? Moment mal! Wollt ihr sagen, ihr habt die Tür eingeschlagen? Oh, ich krieg immer so ein Zucken, wenn's zu ihm rüberschwenkt. Den einzigen Schlüssel zu diesem Raum führt der Herr Wittbauer stets in seinen Taschen mit sich. Außer dieser Tür führt kein Weg in die Chatudier-Chatube. Machen Sie mich nicht nach! In 2 bis 3 Jahren wird dieses Wort im Duden so stehen, in Chatudier-Chatube. Ihr habt das mit Hilfe eines Nachbarn geschafft, der Herrn de Victoire einen Besuch abstatten wollte? Ja, es war kein einfacher Besuch. Er war ein Patient. Patient? Patient. Ich weiß, du hast die ganze Zeit was im Hinterkopf und deswegen kannst du dich leider nicht darauf konzentrieren. Ein Patient? Könnt ihr uns mehr über ihn erzählen? Oh Mann, der ist ja... Oh weia. Das war heftig. Das war heftig. Also, da kann man mal sehen, was für Auswirkungen dieser flambergsche Schlag hat. Krass. Ja, es wurde nämlich letztens in den Kommentaren geschrieben, dass das ja überhaupt nicht mehr angsteinflößend ist, wenn der immer auf den Tisch haut. Das ist sehr angsteinflößend. Der Boden bob. Was ist denn der bebte. Er bob. Er bob. Er bob. Er bob. Der Boden bob. Der Boden bob. Hallo. Hey, wie heißt du denn? Bob. Hey, du da. Was? Wer? Hier unten. Moment, ich komm mal rüber. Ich geh da mal rüber. Bob der Boden. Neue Kinderserie. Können wir das schaffen? Gehen wir runter. Bob der Bodenleger. Ja, er legt so einiges auf den Boden. Okay. Naja, der Nachbar des Opfers tut hier nichts zur Sache. Der Opfer des Nachbarn. Du Opfer. Ist für diesen Fall absolut irrelevant. Ja, ich denke, ihr übertreibt diesmal. Ein Zeuge ist wohl kaum irrelevant. Habe ich mein Handy jetzt auf leise gemacht? Was macht der denn da für einen Sound? Grark. Grark? Grätzel. Grätzel. Ja. Aber komischerweise bei der Krähe ging es dann nicht mit Krätzel. Das war nicht. Das weiß ich noch.